Oh Mann, mal wieder neuen Trash von Jonas. Und diesmal ist es Attack Mini Submarine. Wenn ich mir die Bewertung des Spiels schon anschaue, erwarte ich schon das Schlimmste. Okay, wer hat überhaupt das Spiel gemacht? Oh shit, ich habe schon mal von den Leuten gehört. Sie sind richtig bekannt dafür, richtig schlechte Spiele auf Steam hochzuladen. Sie waren sogar mal so angepisst, dass sie schlechte Bewertung bekommen haben, dass sie versucht haben, Reviewer zu verklagen. Ich denke, ich muss das nochmal wiederholen, weil als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich es überhaupt nicht glauben. Sie haben versucht, Reviewer zu verklagen, die das Spiel schlecht bewertet haben. Nun, starten wir einfach mal das Spiel. Okay, keinerlei Titelbildschirm. Sobald ich das Spiel starte, werde ich auch gleich ins Spiel hineingeworfen. Ich kenne nicht gerade sehr viele Spiele, die sowas machen. Das Einzige, was mir spontan einfällt, ist Sour Able, aber das war's auch schon. Nun, du bist, wie man das eigentlich schon erraten kann, ein U-Boot, was aggressive Meereslebewesen tötet. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich von Gameplay her sagen kann. Es ist praktisch gesehen ein Space Shooter. Doch nicht die coole Art von Space Shooter wie Gradius oder Touhou, die einem tatsächlich eine Herausforderung bieten. Dies ist einfach nur ein Space Shooter, wo die meisten Gegner einfach nur geradeaus schwimmen. Es gibt ein paar Gegner, die auf dich zuschwimmen, doch sonst habe ich in meinem fast 30-minütigen Spielverlauf nichts anderes bemerkt. Hier sind noch nicht einmal irgendwelche Formationen, die die Gegner einhalten. Sie spawnen einfach nur willkürlich so nach dem Motto, ich habe keinen Bock, interessante und herausfordernde Levels zu designen. Wisst ihr, an was mich das Spiel eigentlich erinnert? An diese Action 52 Space Shooter, die ich gespielt habe. Jetzt ohne Scheiß, es ist genauso wie eines der Action 52 Shooter. Alle Gegner spawnen zufällig, du hast keinerlei Begrenzung in deinen Schüssen und es gibt nichts, was im Fernsten versucht, dich zu töten. Das einzige, was dich töten kann, ist, wenn du Fehler machst oder dich töten lässt. Und das Traurigste dabei ist, dass dieses Spiel am 27. Mai 2016 veröffentlicht wurde. Jetzt mal ernsthaft. Wenn ein Softcore-Hentai-Gore-Fetisch-Spiel, was man sich frei im Internet downloaden kann, mehr Spaß macht als ein gewöhnliches auf Steam veröffentlichtes Spiel, was man erst ab 1 Euro bekommt, dann solltest du vielleicht mal deine Karriere als Videospielhersteller hinterfragen. Das ist alles, was ich sagen kann und das ist alles, was ich ertragen kann. Das war mein Review, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn nicht, sagt mir in den Kommentaren, was ich ändern sollte.